Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um das Thema Nostalgie-Elektronik. Und ich habe hier mal letztens eine Schaltung gefunden in einem Ordner, die ich mal vor Jahren entworfen habe, nämlich irgendwann 1985. Ich habe die auch mal da hingeschrieben, 1985, mein altes Logo sozusagen. Und zwar ist es eine Schaltung einer Uhr für ein Auto. Ich habe damals diese Uhr gebaut und zwar habe ich die eingebaut in einen Golf 2. Da will ich mal kurz hier einen Ausschnitt zeigen, wie der innen aussah. Der hat also hier in der Mittelkonsole, hier ist, glaube ich, der Zigarettenanzünder war hier mit drin oder sowas oder Aschenbecher. Bei mir war das hier alles ein freies Feld irgendwie, kann ich mich dran erinnern. Und da habe ich diese Uhr eingebaut. Warum habe ich die eingebaut? Weil mein Golf 2 seinerzeit keine Uhr hatte. Also hier auf dem Bild ist zwar jetzt eine Uhr hier oben zu sehen, aber die hatte der definitiv nicht. Und deswegen dachte ich, okay, ich baue mal eine Digitaluhr ein. Und bin dann sozusagen oder habe diese Schaltung hier entworfen. Leider habe ich weder ein Bild da von dieser Uhr noch die Uhr selbst, sodass ich diese Schaltung mal durchgehen möchte. Als zentrales IC hatte ich hier ein MM5314 verwendet. Das ist ein Uhren-IC, was seinerzeit sehr beliebt war. Das basiert auf dem 50-Hertz-Netz, das heißt die Taktung der Uhr geht über diese 50 Hertz und ich hatte mir damals gedacht, es muss doch möglich sein, dieses IC irgendwie im Auto zu verbauen. Allerdings hat man ja keine 50 Hertz irgendwie zur Verfügung, sodass man oder dass ich da im Prinzip überlegen musste, wie kann ich diese 50 Hertz erzeugen. Ich werde jetzt einfach mal die Schaltung so ein bisschen durchgehen. Ich fange hier unten links mal an. Hier sieht man praktisch die Spannungsversorgung. Ich habe hier die Batterieklemme 12 Volt. Man sieht hier jetzt auch, dass da kein Schutz ist. Also ich glaube, ich hatte eine Sicherung eingebaut, aber ich habe keinen Filter drin oder eine Suppressor-Diode habe ich auch nicht drin gehabt. Ich habe das einfach so angeklemmt. Dann erzeuge ich hier mit dem 7812 eine gute stabile 12 Volt Spannung. Die brauche ich nachher für den MM5314 und noch einen 5 Volt Regler hier für dieses IC. Dieses IC ist dafür da, dieser TL497, um mir eine negative Spannung zu erzeugen. Ich hatte festgestellt, dass ich das Signal, was ich mit einem anderen IC, mit dem SAJ300, erzeuge, dass ich das nicht so verwenden kann für die Uhr. Und deswegen brauchte ich da noch eine negative Spannung. Das wird man gleich nochmal sehen. Das zeigt es gleich nochmal. Ich glaube, also sagen wir so, von den Werten her weiß ich jetzt nicht genau, wozu die da sind. Hier, warum 10 Ohm drin ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Die beiden, glaube ich, sind dafür da, um die Ausgangsspannung so ein bisschen einzustellen. Hier haben wir die Spule natürlich entsprechend für einen Schaltregler, um dort überhaupt eine negative Spannung erzeugen zu können. Warum hier jetzt auch keine Diode drin ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat intern noch eine Diode drin. Da gehört ja normalerweise noch eine Diode rein. Man sieht da auch hier zum Beispiel an C5 noch, die positive Seite ist an Ground, also hier kommt wirklich was Negatives raus. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Spannung genau ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber die brauchte ich, wie gesagt, hier für ein anderes Bauteil. Das war also die reine Spannungsversorgung und ich gehe jetzt hier mal nach oben. Da sieht man jetzt eigentlich das Haupt-IC für die 50 Hertz und zwar diesen SAJ300T. Der wurde damals als Quarzuhrenschaltung verkauft und in der Tat ist es so, man braucht eigentlich nur einen Quarz ranzuhängen, Versorgungsspannung ran und dann kriegt man hier an diesem Pin 11 irgendeine Frequenz raus. Die Frequenz, die berechnet sich aus der Quarzfrequenz geteilt durch den Teiler, der da drin ist. Das ist ein Teiler mit einem Faktor von 16.384, wenn ich also diese 3,2768 MHz durch 16.384 teile. Dann bekomme ich 200 raus, 200 Hertz. Das ist aber noch nicht alles. Der hat nochmal einen zusätzlichen 4 zu 1 Teiler. Das heißt, diese 200 Hertz werden durch 400 geteilt, sodass ich hier am Ausgang wirklich 50 Hertz rausbekomme. Ich hatte das seinerzeit auch nachgemessen, kam also 50 Hertz raus. Warum ich jetzt hier noch so einen R1-Abschlusswiderstand eingebaut habe, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Die Z-Diode hier. Und der Widerstand da ist eigentlich nur dazu da, um die Spannung hier nochmal runterzuteilen an Pin 14. Ich hatte so ein bisschen Bedenken bezüglich der 12 Volt, sodass ich hier das nochmal sicherheitshalber runtergeteilt habe auf 8,2 Volt.
Die maximale Spannungsversorgung für den SAJ, die ist, glaube ich, liegt bei 15 Volt. Und wenn die Batterie aufgeladen ist, sage ich mal, im Normalbetrieb hat sie auch schon fast, also 14 Volt in etwa. Und da hatte ich, wie gesagt, ein bisschen Bedenken, sodass ich das einfach mal mit eingebaut habe. Die Eingänge hier oben sind alle offen. Das sind nochmal sozusagen Justiereingänge für die Frequenz, die man hier rausbekommt, sodass man dann nochmal ein bisschen abgleichen kann. Das heißt, wenn die Frequenz nicht genau 50 Hertz ist, sondern 49, weiß ich, 97 oder sowas, dann kann man hier nochmal die Pins entweder an Plus oder an Ground hängen, sodass man das nochmal genau abgleichen kann. Ich habe die offen gelassen, habe es dann später auch festgestellt, weil die Genauigkeit der Uhr, also von den 50 Hertz, war nicht so gut, sag ich mal. Die Uhr ist mir, glaube ich, so 1 bis 2 Minuten im Monat weggelaufen. Ich hätte es also im Prinzip nochmal abgleichen müssen mit diesen Pins. Hatte ich seinerzeit nicht gemacht. Jetzt komme ich zum nächsten Schaltungsteil. Normalerweise wäre es ja jetzt so, dass man sagt, diese 50 Hertz hier, die hier rauskommen, die könnte ich ja direkt an das Uhren-IC klemmen. Das hatte aber nicht funktioniert. Und ich habe dann überlegt, woran es liegen könnte. Und habe dann mal in den Schaltplänen von verschiedenen Uhren geguckt und diese 50 Hertz, die kamen mir irgendwie vom Trafo. Also da sind ja Trafos drin in den alten Uhren, die dann auch die 50 Hertz abzweigen und Signal war wesentlich größer als das, was jetzt hier rauskommt, sodass ich im Prinzip nochmal diesen MC1488 eingebaut habe. Das ist wiederum ein Quadline-Treiber, also ein Vierfach-Treiber für eine RS-232-Schnittstelle. Also bevor diese MAX232 rauskam, hat man diese Bauteile verwendet und komplementär dann noch in den MC1489. Und so dass ich diesen verwendet habe, um das Signal hier einfach zu vergrößern. Ob das jetzt, sage ich mal, notwendig war, weiß ich jetzt nicht. Das müsste man theoretisch nochmal testen. Der Eingang bei dem IC, das ist eigentlich ein 5-Volt-Eingang, sodass ich hier nochmal das Signal, man sieht ja hier, es geht das Signal lang, über die Z-Diode hier auf 5 Volt gedrückt habe, dass es hier nicht kaputt geht letztendlich. Damit wird das Signal hier weitergeleitet an Pin 16 von diesem MM5314. Am Ausgang sieht man hier erstmal, komme ich erstmal dazu, hier kommen also die Anzeigen ran, in dem Fall 4 Stück, nämlich Stunden, Zehner und Einer und Minuten, Zehner und Einer und hier A bis G, die Segmente. Man kann die Uhr auch anders einstellen. Das habe ich hier mal nochmal hingeschrieben. Diese Eingänge hatte ich irgendwie offen gelassen. Nämlich auf 4 oder 6 Digits. Das heißt also 4 oder 6 Displays. Ich kann sie auch einstellen auf 50 oder 60 Hertz. Und ich kann sie einstellen in 12 oder 24 Stunden Mode. Ich habe das offenbar hier offen gelassen, sodass sie mit 24 Stunden 50 Hertz und 4 Digits läuft. Das war sozusagen die Standardeinstellung, die ich da haben wollte. Für die Anzeige ist auch noch dieser MUX-Eingang notwendig. Dieser MUX-Eingang wird gespeist über dieses 50-Hertz-Signal, über diese D3. Warum jetzt hier genau diese Werte sind, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich hatte es mal aus einer Schaltung einer Uhr entnommen und dachte, das müsste ja, wenn jetzt hier 50 Hertz anliegen, auch so funktionieren. Also das sind einfach Werte genommen aus den vorhandenen Schaltplänen von einer alten Digitaluhr. Eine weitere Sache, die ich hier eingebaut habe, ist folgendes. Man sieht hier unten diesen Zündschlüssel. Und wenn die Zündung nicht betätigt ist, dann ist dieser Enable, dann ist also dieses Relais nicht angezogen. Der Enable ist auf Ground und damit ist die Anzeige aus. Die Uhr läuft weiter, weil die anderen Schaltungsteile werden ja mit 12 Volt versorgt. Aber dieser Enable sorgt dafür, dass im Prinzip die Anzeige aus ist. Erst wenn ich losfahre, Zündung anmache, dann zieht das Relais an, der Kontakt geht also wird geöffnet und damit schaltet die Anzeige ein. Das war mir sehr wichtig, dass die Uhr nicht dauernd, sage ich mal, angezeigt wird oder durchläuft, wenn das Auto steht. Hier unten sieht man noch die drei Tasten, mit denen die Uhr gestellt werden kann. Die hatte ich da seinerzeit auch da irgendwo vorgesehen, sodass die Uhr natürlich jederzeit gestellt werden konnte. Aufgrund der relativ hohen Abweichung von ungefähr, ich schätze mal, 2 Minuten pro Monat, musste die immer wieder mal gestellt werden. Das war natürlich ein bisschen lästig, aber insgesamt hat diese Schaltung doch funktioniert. Wenn man jetzt diese Schaltung nachbauen würde, müsste man relativ viel Geld in die Hand nehmen.
Ich habe mal geguckt, also dieses MM5314 kriegt man praktisch gar nicht mehr. Also, und wenn, dann wollen die Leute da, weiß ich, 20, 30 Euro für haben. Es ist also Quatsch. Genauso dieses SAJ 300, das bewegt sich so im Raum 8 bis auch 20 Euro so in dem Dreh. 40 Euro plus nochmal die Anzeigen, ein bisschen diesen MC1488 und auch den TL497 bekommt man noch, wobei die Frage ist, ob man diesen hier nimmt, ob man nicht einen anderen Schaltregler nimmt und ob man hier diese Sache etwas anders löst. Plus natürlich einen Filter und die Spannungsregler, vielleicht würde man auch einen anderen nehmen. Also der Nachbau hier von so einer Uhr derzeit für ein Auto würde sich überhaupt nicht lohnen, ja, zumal ja auch alle Autos jetzt Uhren drin haben. Aber es war damals, 1985, eine spaßige Sache. Hat mich auch ja, eine Menge Zeit eigentlich gekostet, überhaupt das Ding da ins Auto zu bekommen. Ich hatte das seinerzeit auf einer Lochrasterplatine aufgelötet. Die Anzeige musste natürlich da irgendwie rausgucken. Sichtbar natürlich und auch die Tasten, aber es hat doch Spaß gemacht. Wie man sieht, habe ich mir damals auch die Mühe gemacht, das mal vernünftig aufzuzeichnen, damit man weiß, was man gemacht hat und damit man auch vielleicht später mal bei Fehlern oder sowas mal gucken kann, wie das alles so aufgebaut war. Ja, leider kann ich das hier nicht zeigen. Wie gesagt, die Uhr ist nicht da, das Auto ist wahrscheinlich schon längst verschrottet, sodass dies hier mal so eigentlich nur so eine theoretische, ja, Abhandlung sozusagen über diese Schaltung war. Dennoch wünsche ich weiterhin viel Spaß und tschüss.